Herzlich willkommen bei das Silver Assi FAQ Mai 2019. Wir haben das so ganz knapp diesen Monat noch geschafft und wir legen auch gleich los. Der Silvio fragt, kommt von Arma auch ein neuer Senden? Wenn ich es wüsste, würde ich es dir sagen. Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Marco, wie kam es zu deinem Sinneswandel, einen Revo 2.0 zu holen? Was findest du an ihm gut und was würdest du verbessern? Ja, ganz simpel. Das habe ich ja schon öfter gemacht. Ich habe mir einfach mal so ein bisschen den Markt angeguckt und habe dann gesehen, dass ganz viele Leute davon richtig gut reden, dass dieses Auto so mega geil ist. Und dann gibt es nochmal zwei Möglichkeiten, die ich habe. Entweder kaufe ich das oder kaufe ich es nicht. Ich habe ihn gekauft und und habe ihn halt getestet und auch tatsächlich finde ich den nach wie vor richtig, richtig gut. Ich fand den Revo 1, den hatte ich mal ganz kurz, den habe ich auch ganz schnell wieder abgestoßen. Richtig murksig. Der 2 ist da schon eine ganz andere Liga. Deswegen gibt es auch über den 1er keine Videos bei mir. Weil ich brauche euch keine beschissenen Autos zeigen. Wirklich nicht. Und das sehe ich halt so. Der Thomas, ich gehe mal kurz weg von den RC-Fragen. Hast du eigentlich noch Interesse an Carrera Digital? Die 124er DTM-Modelle sind optisch auf der Bahn einfach der Hammer. Was mich gleich zur nächsten Frage bringt. Wie findest du die DTM-Saison bisher, falls du DTM verfolgst im Vergleich zu F1? Okay, zwei Fragen in einem. Carrera, fand ich optisch immer schon recht gut, mehr aber eigentlich auch nicht. Also das ist jetzt nicht so ganz meins. DTM verfolge ich gar nicht, deswegen kann ich da auch gar nichts zu sagen. Tut mir leid. Der Michael fragt, was ist ein Rollcenter und wie kann ich da was einstellen? Also grundsätzlich, das Rollcenter ist, ich probiere das jetzt gerade mal mir selber vor Augen zu führen. Beim Turnwagen ist es so, dass man am unteren Querlenker und teilweise auch am oberen Querlenker was einstellen kann. Das kann man beim Bescher jetzt nicht unbedingt. Auf jeden Fall ist das quasi euer Rollcenter. Schraubt ihr den unteren Querlenker weiter unten an oder den oberen weiter oben, verändert ihr dieses. Das führt zu massiv besseren oder schlechteren Performance-Sachen. Und das ist eigentlich nur das Rollcenter. Das ist beim Bescher allerdings kaum einstellbar. Das ist auch gut so, weil das ist schon relativ gesehen komplex. Der Markus, Mick, wie bekommt man eine Einladung zu euch hoch? Ich habe noch nie eine Einladung verteilt zu uns hoch, von daher kann man die auch nicht bekommen, ganz simpel. So ist das halt. Thorsten, wenn du dir ein Arma 1:5er wünschen dürftest oder müsstest, welche Stilrichtung würdest du wählen? Definitiv MT. Das wäre schon fett, wenn es zu diesen beiden hier noch einen dritten geben würde von Arma. Gibt es aber derzeit nun mal nicht. René, Grüße aus Wien. Wie findest du jetzt den X-Max? Ganz schön groß. Was würdest du verbessern oder ändern? Und lass bitte die Wheelie-Bar oben, sie bricht nicht. Sie hält sehr viel ab und aus. Ja, das habe ich auch gemacht. Ich habe sie drangelassen und sie bricht auch tatsächlich nicht. Bisher muss ich sagen, gefällt mir das Auto richtig gut. Der hat alles mitgemacht, was ich so mit ihm angestellt habe. Und es gibt, das habt ihr natürlich jetzt noch nicht gesehen, noch ein weiteres Video zu diesem Auto. Und da drin hat er zweimal gefailt. Das werdet ihr aber dann sehen. Also seid mal gespannt darauf. Arne war mit dabei. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Ich glaube, das wird ein kleines Highlight werden. Der Martin, der fragt gleich noch, wie man Top-Fan werden kann. Und ich kriege nicht die richtige Reihenfolge angezeigt. Der ist jetzt Top-Fan. Finde ich gut. Hast du dir verdient. Kommt von Arma auch ein neuer Senden? Die Frage hatte ich schon. Markus. Neues FAQ, neues Glück. Wie schaut es denn aus mit dem Reinigungsvideo Mrs. Das Silber versus mir? Gefilmt und kommentiert von Arne. Schlecht, glaube ich eher nicht. Da fragt er das auch schon mit dem Top-Fan. Und dann kommt, wie du ausgesprochen, wie ist keine Ahnung, BKRC. Wann kommt der Carsten mal wieder und was hast du mit den Diff-Ausgängen hinbekommen? Schöne Grüße aus Erfurt. Also, ich habe dazu Carsten angeschrieben, die haben mir neue geschickt.
Die habe ich jetzt auch eingebaut und damit bin ich auch schon gefahren und dazu habe ich auch ein Video fertig. Das seht ihr aber noch nicht. Das Video ist jetzt Sonntag aufgenommen worden. Die kommen jetzt so alle kleckerweise rein. Ich habe auch einen Ceph gefahren, ich habe auch den Serpent MTE gefahren. Das kommt jetzt immer so. So mit Montag, Mittwoch, Freitag hat sich für mich recht gut herausgestellt, kann ich die Videos gut hochladen. Es dauert ein bisschen. Kahn TK, ich hoffe, es ist richtig gesagt. Deine Meinung zu dem neuen T-Magic Victory Version und würdest du holen, um zu testen? Also nicht würde, sondern ich habe den schon bestellt. Ich habe tatsächlich, es ist genauso gewesen, wie ich es jetzt sage und so läuft es auch meistens ab. Ich sehe ein Auto, was gerade frisch veröffentlicht wird. Meistens ist es so, dass ich die morgens direkt nach dem Aufstehen sehen kann, weil die irgendwo bei Facebook geteilt sind. Und dann habe ich sofort HRC, das ist der Vertrieb von T-Magic in Deutschland, angeschrieben und habe gesagt, Stefan, ich will dieses Auto haben. Und Stefan hat gesagt, ich kümmere mich drum. Und genau so läuft das ab. Ich gehe da gleich auch noch mal ein bisschen näher drauf ein. Stefan, was hältst du von der neuen Zoo Racing Hellcat? Was machst du einen Test damit? Also, grundsätzlich sind diese Zoo Racing Karos unglaublich gut funktionierende Karosserien. Ich habe bisher drei gehabt, glaube ich zumindest, ja, Zoozilla, Preopart und Docs Bollocks. Und alle drei funktionierten auf ihre bestimmte Weise sehr, sehr gut. Da ich momentan nicht wirklich Tourenwagen fahre, werde ich auch keinen Test damit machen. Also das habe ich jetzt nicht vor. Nochmal der Michael, warum wird die Bremsleistung eines Motors schwächer, wenn er warm wird? Das ist mal eine sehr, sehr gute Frage. Habe ich noch nie gehabt, diese Frage. Ganz simpel, umso wärmer ein Motor wird, umso ineffizienter wird er. Das heißt, umso mehr Wärme dieser Motor hat, umso weniger Kraft hat er. Kraft braucht man einerseits zum Beschleunigen und einerseits aber auch zum Bremsen. Das heißt, wenn der Motor 100 Grad hat, bremst er natürlich weniger, als wenn ich ihn gerade aus dem Gefrierfach hole. Macht Sinn, oder? Daran liegt das. Das ist einfach eine physikalische Entwicklung. Die dir zu erklären, kann ich nicht, weil ich verstehe es selber nicht. Ja? Der Martin nochmal, der Top-Fan. Wie man Top-Fan wird, ich habe keinen Schimmer, wirklich nicht. Ich bin neulich selber Top-Fan geworden von einer Seite, wo ich noch nie was drauf kommentiert habe. Also, ne? Was wurde aus dem Carson Spector 2 M-Line 2.0? Den habe ich in meinem Abo-Special, 10.000 Abos, glaube ich, habe ich den verlost. Da habe ich auch was zu bekommen. Das fand derjenige, der es gewonnen hat, sehr, sehr geil. Da habe ich jemanden mit glücklich gemacht. Ist doch super, oder? Salvatore, ein wunderschöner Vorname. Hey Mick, welches sind die besten Karos für 1 zu 10 Onroad-Rennen? Grüße aus der Schweiz. Ganz simpel. Ich würde eine Zoo Racing nehmen. Wahrscheinlich Docs Bollocks oder Preopart. Hellcat kann ich nicht so viel zu sagen. Hatte ich ja vorhin schon mal das Thema. Die Zoozilla fand ich persönlich jetzt nicht so super. Das ist aber nur eine subjektive Meinung. Mega gut. Ich würde die nehmen. Achtet darauf, dass ihr nicht um die Lightweight nehmt, weil das ist wirklich in Form gebrachte Frischhaltefolie. Das ist so super dünn. Ich weiß auch, umso dünner, desto besseres Gewicht und so weiter. Aber das ist viel zu dünn. Nimmt die eine Regular, die ist schon sehr, sehr dünn. Der Lutz. Den Lutz habe ich kennengelernt, der war bei mir zu Hause. Keine Frage, nur eine kurze Feststellung. Deinem alten Raptor, das ist der T-Magic Raptor E6, geht's gut und kann geil fliegen. Hält richtig was aus, die Kiste, kann deinem Review nur zustimmen. Nur die Spur hatte Arne merkwürdigerweise eingestellt. Weiter so. Ja, der Lutz hat sich meinen T-Magic E6 Raptor gekauft, den ich, und das ist jetzt wirklich mein Ernst, den ich unabhängig von dem V-Gen oder Gen V verkauft habe und danach erst mitgekriegt habe, dass da ein neuer kommt. Timing perfekt für mich. Und der Lutz hat ganz, ganz fair mich angeschrieben, hat gesagt, pass mal auf, ich würde gerne, ihr habt da wohl Interesse dran, wie sieht's aus mit dem und dem Preis? Und dann haben wir uns geeinigt, top, er ist am nächsten Tag, glaube ich, am nächsten Tag vorbeigekommen, hat abgeholt, hat bar bezahlt, top, so soll das sein. Freut mich, dass er dir gefällt und die Spur eingestellt, erkläre ich auch mal kurz. Der Arne,
Hat den mal mit dem Reaper platt gemacht und danach hatte ich zwei Autos. Chassisplatte war gebrochen, da habe ich die Teile bestellt und habe die zu Arne gebracht und der hat das Auto repariert, weil ich zu der Zeit ganz, ganz andere Probleme hatte. Da hatte ich da keine Zeit für. Hat er gern gemacht, hat er mir erzählt. Ist aber auch eine scheiß Arbeit gewesen. Der Top-Fan Martin, ich sage das jetzt ganz bewusst dazu, holst du die Pro-Line Karosserie Brute Brush für den X-Max, also für ihn hier. Jo. Wenn die Karo nicht mehr kann oder nicht mehr will, dann kommt deine Brute drauf. Definitiv. Was passiert mit den einzelnen Achsen, wenn ich das Diff-Öl in dem Mitteldiff ändere? Also Mitteldiff hat das eigentlich relativ wenig Auswirkungen, außer dass du halt deutlich mehr Antrieb auf die Hinterachse bekommst beim Beschleunigen, weil das Differential nicht so gut arbeiten kann und vorne viel Schlupf entsteht. Wenn man es vorne zum Beispiel mehr sperrt, also deutlich mehr sperrt, hat man einen bisschen größeren Radius, kommt aber aus der Kurve besser raus. Sperrt man es hinten mehr, driftet das Auto mehr, sperrt man hinten weniger, fährt er spurtreuer. So ganz, ganz grob mal einmal gesagt. Nochmal der Martin, der Top-Fan. Bist du noch zufrieden mit den 4S20C Turnigy Lipo Hardcase, die du letztes Jahr für 17 Euro gekauft hast? Jo, bin ich. Die bin ich neulich im X-Max gefahren und selbst der kann die haben. Danach waren die gut warm, aber die funktionieren immer noch. Michael, Goldstecker versus andere Steckverbindungen bei Lipos. Hier einliegen? Nö. Ganz, ganz simple Antwort. Ein XT90 oder ein EC5, was meiner Meinung nach für ein 1:8er die besten Stecksysteme sind, auch bei dem habe ich die noch dran, das ist so grenzwertig, würde ich allen überlegen sehen. Aus einem einfachen Grund. Verpolungssicher. Absolut verpolungssicher. Dazu eine Anekdote, die German RC Playground mal gesagt hat. Er sagte, Goldstecker kann man zwar verkehrt rum anlöten, die Gefahr, dass meine Tochter aber die beiden zusammensteckt und das Puff sagt, ist mir viel, 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 viel zu groß und hat dann irgendwann auf EC5 umgestellt. Man muss halt auch immer mit Kindern rechnen und so weiter und da sehe ich diese Stecker völlig allen überlegen. Ja, und das ist jetzt nicht so das teuerste Upgrade, das muss man auch so sehen. Aber wer Goldstecker fährt, 4-5 mm ist auch alles tutti. Ne? Alles ist besser als ein Dienst oder als ein Traxxas-Stecker oder irgendwie so ein Schrott. Nochmal der Top-Fan Martin. Mit gehst du in X-Men Dark Phoenix rein? Jo. Freue ich mich drauf. X-Men. Sehr, sehr cool. Habe ich alle Teile von hier. Guido. Ich muss mal was trinken. Ich bin auch immer noch erkältet und ich kriege die Scheiße einfach nicht richtig weg. Moin Mac, gab es ein Review zum TP-Motor? Nein. Wie hat er dir im Vergleich zu Hobbywing oder Carson gefallen? Gar nicht. Der hat innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit mal eben 100 Grad. Geht gar nicht. Liegt bei mir in der Garage. Wer für günstiges Geld das Ding haben will, soll mich mal anschreiben. Der von funktionierte im Buggy schon nicht. So, Moment. Ich würde mich über mehr Kleinteile bzw. Zubehörvideos freuen. Ein neues Auto schafft man ja nicht so oft an, aber der Kleinkram drumherum, da geht immer was. Grüße aus Löwenstadt. Löwenstadt kenne ich gar nicht. Ja, okay, mache ich mal, wenn ich so Kleinkram nochmal bekomme. Mache ich dann mal ein Video und dann gucke ich mir mal so ein bisschen die Resonanzen an, weil ich gucke ja auch immer drauf, was macht Sinn zu zeigen. Also zum Beispiel ein X-Max hat so die Resonanzen von euch, also die Klicks und auch die Like- und Dislike-Quote ist auch nicht unwichtig dafür, absolut gesprengt. Und es war schon gut. So, und jetzt kommt eine interessante Frage. Da habe ich mir lange Gedanken darüber gemacht, wie ich das beantworte. Christoph, moin Mick, bei dir steht überall Spielzeugkiste Arpen. Ja, richtig steht da sogar Powered bei Spielzeugkiste Arpen. Man hört da gar nichts mehr. Oft nur noch von Metz, dann wirst du mal wieder was von Spielzeugkiste bringen. Das ist so nicht ganz richtig. So, diese T-Magic Modelle, die ich da habe, den Red Raptor, das war der erste damals, glaube ich, und auch der Seth, die kann ich über Spielzeugarten gar nicht bestellen. So, also nicht, dass ich wüsste zumindest. Dann hat es dann neuen Besitzer gegeben, deswegen habe ich die erstmal ein bisschen in Ruhe gelassen. Das hat sich jetzt alles hoffentlich für den neuen Besitzer Boris, den ich auch zu meinen besten Freunden zählen würde, alles ein bisschen geregelt. Ich weiß, dass ich einen Coralli da bestellt habe und der auch von denen kommen wird. Und ich überlege derzeit auch, ob ich mir nicht wieder einen Arma zulege. Könnte passieren.
Und der wird dann ganz, ganz sicher auch von Boris kommen. Boris ist der neue Inhaber von Spielzeug Apen. Das ist derjenige, der auch die Skidplates macht. Das ist der Grund dafür. Ich habe, ich glaube, letzte Woche noch mit Boris' Frau telefoniert. Wir haben uns da nicht gezofft oder so, das ist alles in Ordnung. Diese falsche Einschätzung ist einfach, dass ich etwas bei Metz bestelle. Das stimmt, aber das gar nicht unbedingt über Metz bekomme. Sondern das ist bei Team Magic zum Beispiel so, da bekomme ich das zwar von der Versandadresse Metz, aber das kommt eigentlich von Team Magic direkt. Und beim X-Max war das jetzt nochmal eine ganz andere Kiste. Aber auch das wird sich, das werde ich auf Dauer schön miteinander aufteilen, so dass das funktioniert. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass das nicht geht. Raffaele. Salve Mick, du RC-Brain. Also ich bin kein RC-Brain, definitiv nicht. Erstens immer gute Videos, zweitens gut erklärt. Danke. Jetzt zu meiner Frage. Du sagst nichts mehr zum Carsten Truggy 4.1. Was ist danach passiert? Der steht bei mir in der Garage. Hat Carsten einen komplett neuen Truggy in Planung? Die 4.1-Version? Hätte mehr erwartet. So ist es. Der steht bei mir in der Garage. Da ich jetzt Anfang des Jahres sehr, 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 sehr viele neue Autos hatte, bin ich dann einfach nicht zugekommen. Grundsätzlich ist da nicht so der ganz große Unterschied. Da fand ich andere Autos einfach wichtiger. Ich kann immer nur sonntags fahren. Deswegen habe ich die Prioritäten woanders hin verschoben. Ich sage euch aber auch, beim nächsten Mal soll der Truggy mitkommen, wenn nichts Dramatisches passiert. Und das gilt übrigens auch für den Virus Race. Aber zum Virus Race kriege ich gleich, glaube ich, noch eine Frage. Sascha. Servus Mick, ich habe mein E-Revo V2 geholt und suche noch einen passenden Lader. Was hältst du von den Traxxas EZ Peak Live Dual und den Traxxas Lipus? Ganz simple Antwort, gar nichts. Ich finde die sackteuer und ich finde die von den Leistungen her nicht mal gut. Ich würde mir immer ein, was weiß ich, ESDT oder GT Power, habe ich jetzt auch schon mal gezeigt, verwende ich auch selber, holen mit den Eigenmarken-Lipos vom Shop, wo du es gerade herhörst. Boris hat da diese 2S, 4S, 6S Lipos. Du brauchst, glaube ich, sogar 3S. Und ich weiß gar nicht, ob Boris die von 3S hat. Aber es gibt genug Lipos, die da auch reinpassen. Da würde ich immer zu raten, die ganz normalen Lipos zu nehmen. Also ich bin da kein Freund von den EZ Peak Dingern. Einfach, weil ich es nicht richtig kontrollieren kann. Da ist kein Display dran. Das ist nur meine persönliche Meinung, das ist einfach ein Rückschritt. So, der Tim, du machst super Videos und deine Kommentare von der Kamerafrau sind auch immer wieder lustig, ja? Ich habe teilweise auch echt Tränen in den Augen, wenn ich dann nachher das Video schneide, ne? Jetzt zu meiner Frage, wo bekommst du die Haare, die an Fridolin und anderen Autos dran waren, her? Was sind für weitere Autos geplant und weiß man schon was zu den Corallis? Was war bis jetzt dein Highlight 2019? Bleib so wie du bist. Also, die Haare habe ich bei eBay einfach Kunstfell eingegeben. In dem Fall Kunstfell Orange. Wenn du lila haben willst, nimmst du lila. Und dann habe ich mir das gekauft für, ich glaube, 6 Euro oder so. Und habe das da drauf geklebt. Ich habe da einen ganzen Karton von. Das sind so Reste von Schneidern und so. Perfekt, ne? Also für mich ist es perfekt. Ist übrigens nicht meine Erfindung, sondern das ist Arnes Erfindung. Und ja, das wurde auch so weiterhin erklärt. Was sind für weitere Autos geplant? Coralli, habe ich 2 auf dem Zettel. Welche, weiß ich auch noch nicht so richtig, dafür muss ich sie erstmal sehen. Ja? Und was war bis jetzt dein absolutes Highlight 2019? Ich glaube, das Highlight 2019 habe ich schon gedreht, aber habt ihr noch nicht gesehen. Das kommt nächste Woche. Der Markus. Gibt es News zu den neuen Corallis? Nö. Die sollen ein bisschen später kommen, so Juni, Juli. Und ich freue mich wahnsinnig auf diese Autos. Ich würde euch gerne jetzt auch so mal eben einen Karton hier hochholen und euch das zeigen. Kann ich aber leider noch nicht. Ich habe ihn noch nicht da. Danny, was ist mit dem Carsten Virus Race passiert? Kommt da noch ein Review zu? Und wie geht's dem Really Raptor 6S zurzeit? Sehe ja nur Traxxas auf deinem Kanal. Beste Grüße an euch. Danke, Danny. Den Race habe ich jetzt aufgenommen und den Raptor, der kommt dann nächstes Mal mit. Der Race hat relativ gut performt. Da gab es jetzt echt eine ganz blöde Geschichte und zwar hat sich
Das Diff-Out, was an den Triebling vorne rankommt, das hat sich gelöst, ja. Und um das zu reparieren, braucht man halt ein bisschen mehr Zeit. Das habe ich an Ort und Stelle nicht repariert. Das ist blöd, das kann passieren. Aber ansonsten hat der, so wie Arne sagte, auch relativ gut performt. Really Raptor kommt natürlich demnächst auch mal wieder mit. Der Karl. Und das ist jetzt die Frage, die ich nicht beantworten kann und auch noch nicht will. Noch nicht. Wie ist deine persönliche Meinung zum Reaper vs. X-Max? Da du ja beide hast, würde mich das interessieren. Der Preis ist mal nebensächlich. Lieben Gruß und Grüße aus Wien. Der Dennis mit einem N schließt sich an. Also ganz simpel. Der X-Max ist einen Tag größer, sieht man. Ein Vergleichsvideo wird im Juni kommen. Versprochen. Deal. Lasst mich mal ein bisschen mit dem X-Max fahren. Ich habe jetzt zwei Akkus plus ein paar Speedruns gemacht damit. Also zwei Sätze Akkus. Und der Rest wird die Zeit zeigen. Ich bin bisher sehr, sehr begeistert davon. Der macht keinen schlechten Eindruck, aber ich möchte halt ungern schon eine Meinung abgeben, wenn das Auto noch bisher kaum gefahren ist. Das finde ich immer doof. So, jetzt ist er mir versprungen. Karl, da ist er. Vincenzo, ich habe heute den Tag der tollen Vornamen. Gibt es noch einen Herz- und Nierentest beim Virus Race? Ja, gibt es. Kommt. Ich weiß, ich bin 18 Minuten drüber, aber was für eine Funke würdest du empfehlen, wenn man langsam etwas Besseres wie eine MXV für den Tourenwagen möchte? Sanwa MT4, MT4S oder MX? Oder MTS. Die sind nahezu gleichwertig. Die MTS hat ein etwas anderes Menü. Aber von den Funktionen und von den Geschwindigkeiten und so weiter sind die gleich. Michael. Federn. Einstellung, was passiert, wenn ich die Stoßdämpfer steiler stelle oder lege oder weiter nach außen oder innen montiere. Also ganz simpel. Bei Stoßdämpfern gilt folgende Regel, die hat mir mal jemand gesagt und die habe ich mir echt gemerkt. Das macht auch Sinn. Bei Stoßdämpfern ist es so, je steiler, desto geiler. Umso steiler ihr die stellt, umso ein direkteres Fahrverhalten habt ihr. Das macht vorne vielleicht Sinn, die ganz steil zu stellen und hinten vielleicht mal ganz flach, ich übertreibe das jetzt mal. Und so habe ich auch die Erfahrung gemacht, fährt das für mich am besten. Aber das muss immer jeder selber sehen. Aber so grundsätzlich ist das Ding. Es kann natürlich sein, dass wenn ich die Dämpfer hier am Reaper ganz steil montiere, dass das einfach zu viel wird und das Kacke fährt. Oder dass das meinem Fahrstil nicht entspricht. Whatever. Ne? Oder den Dämpfern, dem Öl, der Feder, den Reifen. Da hängt so viel zusammen. Einfach mal ausprobieren. Aber grundsätzlich ist es halt so, je steiler, desto direkter und je flacher, desto indirekter wird das. Ob man das bei einem Becher merkt, ich sag mal eher nicht. Der Daniel. Die Vor- und Nachteile zwischen einem Fahrzeug mit Mitteldiff und einer Slipperkupplung. Geil. Ich mag ja solche technischen Fragen. Mitteldiff differenziert die Kraft. Das heißt, ihr beschleunigt. Ich kann das, glaube ich, besser hier zeigen. Ihr beschleunigt und die Vorderachse wird angehoben und muss man die Flasche hier wegstellen. Die Vorderachse wird angehoben und ihr habt hier Schlupf und die Räder werden hier groß, weil die meiste Antriebsleistung hier nach vorne verteilt wird durchs Differential. Er kommt wieder runter und das geht von vorne los. Das ist dann dieses typische Hoppeln. Das sieht man im First Run vom Thunder Tiger MT4. Das ist schon ewig alt, das Video, aber da sieht man das perfekt. So, beim Slipper ist das anders. Ein Slipper ist eine Kupplung und meine Faust und meine Handfläche sind jetzt die Kupplung und die werden aneinander gedrückt mit einer Feder. Umso stärker ich die Feder spanne, umso mehr Reibung entsteht. Das ist also eine Reibungskupplung. Das ist eigentlich eine Kupplung, immer eine Reibungskupplung, oder? Ja. Der Nachteil ist, man hat keine Differentialleistung. Der Vorteil ist, man hat keine Differentialleistung. Der ganz große Nachteil ist aber, man hat Verschleiß. Wo Reibung ist, ist halt auch Verschleiß. Ich bin eher der Fan von Mitteldiff, weil ich das ganz top immer einstellen kann durch die Flüssigkeiten. Ich liebe übrigens Fritz Cola. Richard, ich frage mal nix. Wenn ich das alles hier beantworten müsste, bräuchte ich ewig. Also ich vermute, so 40, 45 Minuten brauche ich dafür. Der Top-Fan Marco, Martin, nicht Marco, Entschuldigung. Kommen noch andere Reifen für den X-Max? Ja, sind sogar schon drauf. Das sind Lois X Pioneer. Seht ihr im nächsten Video. Montag. Bernd, kann ich beim Associated Rival auch ein Stahlhauptzahnrad einbauen?
Ja, klar, wenn du eins findest, kannst du das bauen, ja, wenn das passt. Funktioniert. Ich kenne jetzt aber dieses Auto nicht im absoluten Detail. Das ist aber auch schon, also ich will mir das Auto auch nicht mehr kaufen, das ist so uralt. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Da mir fast immer genau zu deinem Review die Fragen ausgehen, bleibt erstmal nur zu sagen, mach weiter so, machst geile Videos, deine FAQs sind unheimlich hilfreich und auch sonst hilfst mir immer schnell und zufriedenstellend. Dafür einfach mal ein dickes Danke. Bitte, Patrick. Schönen Gruß auch an die Dame des Hauses. Wir warten immer noch auf ein Reinemach-Video. Der Martin, ich würde gerne, wie du dir selber auf die Schulter klopfst, im Namen aller, denen du geholfen hast. Also das ist jetzt eigentlich so nicht so mein Stil, aber wenn du das gerne willst. Ich mache das gerne. Ich habe dabei Spaß. Das ist ja nun, das, was ich hier mache, ist ja nun etwas, was die letzten 4, 5 Jahre sich so entwickelt hat. Das ist zu meinem großen Hobby geworden. Und wenn ich hier drauf keinen Bock hätte, würde ich es sein lassen. Punkt aus. Ja. Und ich mache das hier nicht, um damit reich zu werden, weil ich glaube, mit RC-Videos in Deutschland reich werden ist sehr, sehr schwierig. Mit Sicherheit bekomme ich ein paar Cent dafür, weil ich da diese Werbung einblende. Aber das ist zum Beispiel, das ist Geld, was ich zum Beispiel für den Umbau hier genommen habe oder auch für die Kamera, für mein Mikrofon hier und so weiter und so fort. Ja. Jo. Martin nochmal, der Top-Fan. Der andere war ich nicht der Top-Fan, das war ein anderer. Kommt Eslo 2020 wieder? Prost, darauf trinken wir ein. Der Michael, was passiert, wenn man die Lochplatten verändert in den Dämpfern? Die Lochplatten haben Löcher und diese Löcher sind minimal größer oder kleiner. Umso größer die sind, umso leichter kann die Kolbenplatte durchs Differentialöl. Wir gehen immer von der gleichen Viskosität aus. Und umso leichter die da durchgeht, umso weniger dämpft der Dämpfer. Und umso mehr arbeitet die Feder. Da muss man immer ein schönes Ausgleichsverhältnis finden. Schwierig zu sagen, wie es bei deinem Auto ist, weil ich gar nicht weiß, was für ein Auto du fährst, was für einen Untergrund du fährst, welche Reifen und so weiter und so fort. Der Rocco. Wann bekommt deine Frau das nächste RC? Und Grüße an Arne und deine Frau unbekannterweise. Also ich glaube, wir haben derzeit 10, 11 Autos oder so bei uns zu Hause stehen. Ich glaube, die hat eigentlich alles, was das RC-Herz begehrt, könnte sie jederzeit fahren. Sie kommt aber ja gar nicht jedes Mal mit. Ne? Also ich glaube, da jetzt noch ein Auto anzuschaffen, wäre falsch. Der Lars, kannst du was zum Setup deines TT02 sagen? Jo, guck dir das Video dazu an. Mein TT02 Type S oder so. Da habe ich eigentlich alles gesagt und gezeigt, was ich so meine. Der Thomas. Ich bräuchte eine kleine Entscheidungshilfe in der Preisklasse bis 400 €. Really Raptor, Carson Virus Truggy, Virus Race oder doch lieber den MT4? Wurden vom Carson beim Virus Race eigentlich Antriebswellen an den hinteren Änderungen an den hinteren Antriebswellen vorgenommen oder sollte man da immer noch selbst Hand anlegen? Und wie siehst du die Teileversorgung beim MT4 die nächsten Jahre? Ist ja auch nicht mehr der jüngste. Ja, und genau deshalb würde ich den MT4 hier gerne rausnehmen. Der Raptor Really ist ein ganz anderes Auto als der Virus Truggy und nochmal ein anderes Auto ist der Virus Race. Ich werde jetzt die nächste Zeit auch mal die Vergleichsvideos bringen zwischen diesen Desert Buggies mit Nomad und Co. Und dann seht ihr das auch mit dem Virus Race, warum der was ganz anderes ist als ein Really Raptor. Und warum der Really Raptor was ganz anderes ist als Ceph und Nomad. Die beiden würde ich auf eine Stufe stellen. Ich glaube, ich würde in dem Fall den Virus Truggy nehmen. Der funktioniert. Top. Wirklich. Ihr habt es in den Videos gesehen. Und dann seht ihr da könnt ihr es ja drin sehen. Ne? Den neuen habe ich jetzt noch nicht gefahren, muss ich auch ehrlich so sagen. Ich habe nicht mal Stecker umgelötet, fällt mir gerade ein. Darwin, kommen im Sommer mal Videos zu den 1 zu 10er Tourenwagen Outdoor? Nein, definitiv nicht. Und die letzte Frage für heute. Nochmal der Michael, das ist übrigens immer der gleiche Michael, der stellt viele Fragen, das finde ich auch gut so. Diffett, deine Meinung? Jo, also außen ans Zellerrad und Triebling immer Difft Fett dran machen. Ich habe da ganz normales Lithiumfett für. Ins Diff rein selber mache ich hinten sehr, sehr gerne Fett und sperre vorne und in der Mitte ein bisschen. Weil ich das mag, wenn die Autos schnurgerade auslaufen, egal was für ein Terrain und so weiter.
Es gibt auch Leute, die sperren vorne und hinten gleich. Das funktioniert auch super, aber dann driftet der Wagen halt ein bisschen mehr übers Heck. Das muss man mögen. Man kann auch hinten mehr als vorne, dann driftet er noch mehr. Jeden selber überlassen. Fett im Diff ist auf jeden Fall nicht ganz verkehrt. Ansonsten ausprobieren. Ich sag mal, so eine Diff-Füllung kostet vielleicht 2 Cent oder so. Ich bin zum nächsten Werkzeugladen gefahren, habe mir eine Tube gekauft, habe ich 3,45 Euro, glaube ich, für bezahlt. Und einfach mal rausprobieren. Und einfach mal ausprobieren ist auch bei RC eigentlich genau das Richtige. Wenn es um so Setup-Geschichten geht. Einfach mal probieren, einfach mal tüfteln und machen, wie es einem selber am besten gefällt. Und da einfach auch mal ganz objektiv rangehen. Und ob das, was man so gebaut hat, gerade vielleicht in der Euphorie, dass man etwas gebaut hat, vielleicht doch Kacke ist. Ich sehe nämlich ganz, ganz häufig so Umbauten und Sachen, die man gebaut hat, wo ich sage, Junge, das kann nicht funktionieren. Aber gut. Ich halte mich da meistens raus. Es kommt meist nicht so gut, wenn ich da sowas sage. Hat bestimmt